Hallo Kilian, wie geht es dir? Sehr gut. Habe mit Selma wieder eine Sandburg gebaut. Selma, die Meerjungfrau, die es nicht gibt. Aber die gibt es. Egal. Kannst du meinem Student etwas über Schildkröten beibringen? Ich lerne gerne mehr über dich. Also, uns gibt es schon sehr lange. Wir waren schon da, als es noch Dinosaurier gab. Und wir werden sehr alt. Manche werden über 100 Jahre alt. Wie meine Professorin, die ist bestimmt auch schon 100 Jahre alt. Na, 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 na. Was willst du uns noch erzählen? Ich esse Quallen, Krebse, Korallen, Muscheln, Tintenfische, Seeigel, Algen und Seegras. Ich liebe Hamburger und Pommes. Aber das gibt es nur ab und zu. Nicht so gesund, aber lecker. Vor allem, wenn man sie selber macht. Was müssen wir noch wissen? Ihr Mönchen müsst aufpassen, dass eure Plastikflaschen und Plastiksachen nicht im Meer landen. Der Wind weht diese Sachen oft ins Meer und wir knabbern leider manchmal daran. Dann werden wir sehr krank und können sogar daran sterben. Aber ich bin sicher, ihr schafft das. Ihr seid ja so schlau und liebt uns Meeresbewohner doch alle sehr. Gut, dass ich das weiß. Ich versuche sogar weniger Plastik zu benutzen. Das ist noch besser. Siehst du, ihr seid ja so klug. Mal sehen, ob er die Prüfung besteht. Prüfung? Was ist das? Das machen wir im Meer nicht. Lass mich mal sehen, was er noch alles über dich weiß. Alles, weil ich es direkt von der Schildkröte gelernt habe. Das werde ich auf keinen Fall mehr vergessen. Sonst kannst du mich fragen. Ich erzähle es dir gerne noch einmal. Bis bald und vielen Dank. Liebe Grüße auch an die Meerjungfrau. Meerjungfrauen gibt es nicht. Danke und bis bald. Hallo Selma. Hallo.